Ja Leute, heute liegt eine etwa 24,5 Kilometer lange Tour vor mir. Ich habe mir heute wieder mal einen Startpunkt einfach bei Komoot ausgewählt. Und es geht heute zum Unterbacher See, Düsseldorfs größtem See, wo im Sommer wirklich super viel los ist. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, kommt ihr jetzt einfach mit. Ich habe auch wieder meine Barfußschuhe dabei. Mal schauen, wie die bei so einer Kilometeranzahl, ja, wie die sich bewähren. Sagt er mir jetzt hier links? Aber sicher bin ich mir nicht. Nee. Das ist nicht richtig. Schaut euch das an, wie hier so die Sonne durch das Blätterdach durchscheint. Ist das nicht schön? Ja, heute soll es bis zu 27 Grad warm werden. Also wir haben noch keinen Sommer kalendarisch, aber die Temperaturen sind schon sehr sommerlich. Leute, mich kotzt es schon wieder ein bisschen an, so. Weil hier ist man kaum alleine unterwegs, mitten am Tag an einem Sonntag. Ich muss das vielleicht irgendwann mal wieder hinkriegen, dass ich mich irgendwie sonntags mal wirklich richtig früh aus dem Bett quäle. Weil es macht irgendwie keinen Spaß, man hat immer das Gefühl, weiß ich nicht, machst gerade die Kamera an und schon kommen dir wieder Leute entgegen. Richtig, richtig blöd. Jetzt geht's hier steil hoch. Gehen wir mal ein bisschen Gummi. Also wie gesagt, die Schuhe fühlen sich richtig gut an. Man hat echt das Gefühl, man läuft ohne Schuhe, nur so eine kleine Schutzschicht unter den Füßen. Man merkt alles, jede Unebenheit. Aber das soll halt auch sehr gesund für die Gelenke sein, weil das unser Körper gar nicht mehr gewohnt ist, so zu laufen. Ne? Wo man halt, wie gesagt, nur bei den Barfußschuhen ein bisschen aufpassen muss, ist halt, dass man die Füße beim Wandern wirklich hoch macht, weil wenn so ein dicker Stein oder so im Boden hängt und man läuft da mit der Fußspitze vor, das tut weh. Und halt, man kann natürlich auch leichter umknicken. Deshalb, aber das trainiert, wie gesagt, auch wieder die Fußgelenke. Und ich würde da jetzt keine Alpintour mitmachen, aber hier so in dem Bereich, das geht alles noch. Das würde ich jetzt mal so als Flachland hier trotzdem noch bezeichnen, obwohl es ja auch schon mal ein bisschen hoch geht. Das ist alles noch gut im Rahmen für die Schuhe. Das einzige Blöde, was mir gerade auffällt, ich habe mir gar keine Wandersocken heute angezogen, habe hier so die ganz normalen Socken. Aber wie gesagt, mein Gefühl sagt mir, dass ich mit diesen Schuhen hier keine Druckstelle in meinen Zehen bekommen werde, weil ich ja Platz habe. Ne? Es ist ja so, als ob ich barfuß laufen würde, da kann ja gar nichts drücken. Von daher alles gut. Ich habe nur unter der Ferse gerade irgendwie das Gefühl, dass man irgendein Stein oder was ist, in die nächste Bank kommt, muss ich mal prüfen. Ja Leute, gestern war ich übrigens schon mal am Unterbacher See in Düsseldorf. Dort war ich klettern im Kletterpark und ich muss sagen, richtig, richtig geil. Das Krafttraining, was ich jetzt so mache. Ich war zwar die letzten zwei Wochen jetzt nicht, ich gehe erst Montag wieder, weil ich war stark erkältet, aber das hat sich wirklich positiv ausgewirkt. Also meine Kraft war deutlich besser und auch diesen 11 Meter Parcours kein Problem, trotz meiner Höhenangst. Also es war echt gut. Es hat Spaß gemacht und dort gibt es ein schönes Café direkt am Wasser. Und das ist das Ziel für heute, Leute. So, wir haben jetzt ungefähr ein Viertel der Strecke um. 6 km/h, das ist in Ordnung. Ja, Leute, anhand meines Pulses merke ich aber, dass ich noch nicht bei 100% bin. Ist relativ hoch hier bei der Steigung, 138 Schläge gerade eben, das ist viel, okay, darf auch mal hochgehen, aber gestern nach dem Klettern habe ich auch gemerkt, dass er nicht so konstant runterging, aber jetzt denke, wenn ich wieder im Fitnessstudio das Krafttraining mache, das senkt den Puls auf jeden Fall auch immer, die Übungen machen und dann immer wieder warten, bis der Puls runtergeht und das Kaltduschen habe ich auch lange nicht gemacht, das kann ich auch jetzt erst wieder machen, das senkt zusätzlich auch nochmal. Also ich denke mal, so in zwei Wochen wird sich das wieder eingependelt haben, dass mein Ruhepuls so bei 50, teilweise unter 50 liegt, wenn ich einfach nur am Schreibtisch sitze. Leute, durch diesen dicken Pferdehaufen an, darauf sitzen locker, keine Ahnung. Boah, die ganzen Fliegen. Das waren Hunderte. Boah. So, jetzt kommen wir an irgendeinem Friedhof vorbei
einer Friedhofskapelle. Nee, 4,03 Kilometer haben wir jetzt. Oh, da vorne stehen schon wieder Leute. Scheint eine Beerdigung zu sein. Machen wir mal die Kamera aus. So, ich ziehe jetzt nochmal den Schuh aus und die Socke aus und dann gucke ich mal oder fühle mal unter meiner, weil ich kann kein Steinchen finden im Schuh und die Socke ist auch nicht irgendwie verdreht oder so, dass man irgendwie, oh ja, irgendwas, ja, oh ja, scheiße, au, scheiße. Ich filme einfach mal drauf. Keine Ahnung, ob man das sieht. Aber bildet sich eine richtig fette Blase. Ja Leute, vielleicht war das zu viel. Vielleicht war das zu heftig. Da waren ja auch steinige Abschnitte. Und vielleicht jetzt mit diesen ganz normalen Socken. Ja, jetzt ist halt die Frage, was machen wir, ne? Schau mal auf meinem Handy nach. Also es sind jetzt noch 7,4 Kilometer bis dahin und zurück auch noch mal wieder 12. Also es sind hin und zurück 20 Kilometer und wenn ich jetzt schon so eine dicke Blase, also die sich jetzt so da bildet, dann habe ich gleich die ganze Ferse auf. Leute, das ist es nicht wert. Also ich sag mal so, ich breche die Tour jetzt hier nicht ab, weil ich muss ja eh zurück. Okay, also wie gesagt, es war ja ein Experiment mit den Barfußschuhen, so weite Strecken. Obwohl, ich bin ja zuletzt auch schon mal mit diesen Barfußschuhen gegangen. Aber da war ja alles flach und jetzt hier mit Steigungen und Steinen und so. Und vielleicht habe ich auch einfach nur die falschen Socken an. Letztes Mal hatte ich meine Wandersocken an, die zweilagigen. Aber ich dachte eben schon irgendwie, habe ich da einen Stein oder was? Nein. Da bildet sich jetzt so eine dicke Blase. Ja. Leute, wir gehen zurück. Ist mir scheißegal. Das muss jetzt nicht sein. Weil sonst kann ich morgen gar nicht latschen oder kann irgendwie pausieren. Nee, jetzt noch 20 Kilometer. Da bringt es nicht. Aber wir bleiben weiter dran. Ja, Leute, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Deshalb glaube ich, ist das die richtige Entscheidung, wir müssen hier lang gewesen, jetzt abzubrechen, weil sonst, wenn man da so eine richtig fette, offene Blase hat, ey, das ist nicht so fein. Es kann aber auch sein, dass ich die schon trotzdem gleich habe, ne? Weil ich habe ja noch 6 Kilometer oder über 6 Kilometer vor der Brust wieder zurück. Aber das ist dann unterm Strich nur 14 gewesen, anstatt dann halt 26, 27 Kilometern. Ja, es fällt mir nicht leicht, Leute. Der Kopf hier oben, ne, der ist immer noch so gefühlt, so sportlich und ehrgeizig wie in den 20ern. Aber man muss leider immer wieder mehr feststellen, dass das einfach auch nicht mehr so geht. Beziehungsweise, okay, die Blase, die hat jetzt da nichts mit zu tun. Die hätte ich womöglich auch vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren bekommen. Boah, hier ist wieder der Scheißhaufen. Bah. Aber so irgendwie so vom Ehrgeiz her, ne? Den man immer noch hat. Das kennt ihr wahrscheinlich da draußen. Ne? Ihr seid so jenseits der 40 und denkt immer noch so, ich kann immer noch so, ne? Wie früher so mit 20. Aber das funktioniert häufig nicht mehr. Deshalb immer dankbar sein, Leute, wenn ihr so aktiv noch sein könnt. Zum Beispiel auch wie ich. Es gibt so viele, die können das alles gar nicht mehr. Man muss den Dingen ja auch immer was Positives abgewinnen. So, hier geht es jetzt zum Beispiel wieder runter. Eben bin ich hier bergauf gegangen. Nein, das wollte ich aber gar nicht sagen. Was Positives abgewinnen, weil ich wahrscheinlich heute Zeit haben werde und das Video hier noch schneiden kann und kann das dann ja für geplant morgen dann hochladen. Ja, im Moment habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für YouTube. Das macht allgemein sehr viel Spaß. Und da nutze ich natürlich auch die Zeit, um dann für euch auch was zu machen, ne? Content zu bringen. So, jetzt geht es, glaube ich, hier links. Ich meine mich zu erinnern, genau, dass ich von hier gekommen bin. Ja, Leute, so ist das halt. Man muss Entscheidungen fällen. Und ich entscheide halt, wie es laufen soll. Und ja, in dem Fall habe ich mich halt für die Gesundheit entschieden. Vielleicht war es übertrieben, vielleicht nicht. Wer weiß. Ich werde es niemals rausfinden, wie es gewesen wäre.
wenn ich die Tour komplett gegangen wäre, fast 25 Kilometer. So wären es am Ende nur 9 heute, aber ihr seid dabei gewesen und habt auch mal wieder Dinge aus dem Leben eines YouTubers sozusagen mitbekommen, die kein Fake sind. Oh, falle ich fast hier über die Steine, sondern die der Wahrheit entsprechen. Und davon haben wir zu wenig mittlerweile im Internet. Viele Dinge sind nur noch gefaked und das finde ich überhaupt nicht schön. Ich finde die authentischen Kanäle viel schöner, auch wenn man natürlich mit authentischem Content nicht wirklich die Reichweite erreichen wird, wie jetzt diese kommerziellen Kanäle, die alles darauf ansetzen, Hauptsache in ihrem Thema zu bleiben, auf Teufel komm raus, obwohl die Leute vielleicht auch andere Interessen haben, nur des Geldes wegen, ich weiß nicht, irgendwie. Ja, natürlich ist das verlockend oder so, da haben die vielleicht auch mal ein paar Euros oder irgendwann mal zu bekommen von dem ganzen Kuchen. Aber sich da so extrem zu verbiegen, ich habe keine Ahnung. Deshalb bleibe ich lieber jetzt hier auch bei solchen Touren authentisch und ihr seid einfach so mit dabei, wie es halt ist. Es ist halt, wie es ist. Ich habe eine Blase im Fuß. Ich habe mich dazu entschieden, die Tour bei 5 irgendwas abzubrechen und zurückzugehen. Ja. So ist das halt. Ja, Leute, nach einer Stunde 43, 9,42 Kilometern und einem Schnitt von 5,5 bin ich wieder am Auto angekommen. Ja, wie gesagt, was soll ich dazu sagen, ne? Man wird jetzt sehen mit der Blase, ich denke, so wild war es vielleicht doch nicht, aber egal. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, so ist es halt, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Schön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.